Wir Journalisten hatten uns eigentlich schon viel länger als die Bevölkerung, der normale Fernsehzuschauer, damit abgefunden, dass es zwei Staaten gab. Schon sehr viel länger. Das wurde natürlich im Sport sehr viel stärker dokumentiert als im normalen Leben. Es wurde ja sehr häufig noch DDR mit Anführungsstrichen versehen. Bei uns war das eigentlich nicht so. Wir haben das akzeptiert, das sind zwei Mannschaften, das sind zwar unsere Brüder und Schwestern, aber es ist ein sportlicher Wettkampf, den gibt es ja auch innerhalb von Vereinen in der Bundesrepublik Deutschland oder in der DDR. Es war für die DDR damals eine grandiose Aufwertung, weil das ja weltweit übertragen wurde. Milliarden Zuschauer angeblich haben das gesehen. Und so haben die sich auch vorbereitet darauf. Aber die Seite Bundesrepublik Deutschland war da nicht anders. Die haben sich auch auf München vorbereitet. Und wenn man sieht, wie viele Goldmedaillen da gewonnen worden sind und wie häufig das Duell, das hochgejubelte Duell DDR gegen BRD vom BRD-Athleten gewonnen worden ist, Klaus Wolfermann beispielsweise, Ulrike Mayfahrt und andere, dann sieht man, dass auch der Westen das als einen solchen Bruderkampf akzeptiert hat und dass es auch darum ging, das System des Westens siegreich erscheinen zu lassen, um mal so eine etwas anrüchige Vokabel zu gebrauchen.